Kein Moment ohne Handy. Gerade auf Schulhöfen und in Klassenzimmern ist das ein Problem. Der richtige Umgang? Eine Herausforderung. Eine aktuelle Studie der Uni Augsburg stellt fest, Smartphones verschlechtern das Wohlbefinden und ohne Handy ist das soziale Klima besser. Ich fand es erst ein bisschen doof, aber wenn man so überdenkt, was so alles passiert ist. Es gab Schlägereien, es wurde gefilmt. Natürlich schon besser jetzt mit diesem Handyverbot. Bisher regeln die Schulen den Umgang mit dem Smartphone selbst. Eine bundesweit einheitliche Regelung gibt es nicht. Kinder- und Jugendärzte warnen, Kinder würden durch den Input erschlagen. Und das äußert sich auch in Konzentrationsstörungen, Abfall schulischer Leistungen, Schlafprobleme bis hin zu Depressionen. Mit der unklar geregelten Handynutzung an Schulen steht Deutschland europaweit ziemlich allein da. Sollten Handys an Schulen verboten werden? Nein, sagt Kai Hanke, Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks. Die Schule muss Kinder dabei unterstützen, Medien und damit auch das Handy kompetent und verantwortungsbewusst zu nutzen. Ja, sagt Armin Schwarz, hessischer Kultusminister CDU. Schülerinnen und Schüler werden durch Smartphones abgelenkt, unkonzentriert und erleben Mobbing in sozialen Medien. Hier muss Politik gegensteuern. Die Schule sollte eine klar definierte Handyschutzzone für Kinder werden. Also die Schule als Handy-Schutzzone oder als Ort, wo man eben auch lernt, genau damit richtig umzugehen. Darüber reden wir jetzt mit Kai Hanke, dem Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks. Schön, dass Sie bei uns sind. Und Armin Schwarz, dem hessischen Kultusminister. Schön, dass Sie da sind. Morgen. Guten Tag, Herr Schwarz. Herr Schwarz, von Ihnen stammt ja das schöne Wort von der Handyschutzzone. Wie soll die denn genau aussehen? Also soll das Handy in der Schultasche bleiben, ausgeschaltet werden, beim Lehrer abgegeben? Wie stellen Sie sich's vor? Es geht um die Verantwortung für 11 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Dieses Thema ist deswegen so wichtig, weil alle, die mit Schule zu tun haben, also Eltern, Lehrkräfte, natürlich damit irgendwie zusammenkommen und die Auswirkungen sind spürbar. Mein Vorstoß ist auf eine sehr, sehr positive Resonanz gestoßen von den Kolleginnen und Kollegen an der Schule, die gesagt haben, wir brauchen klare Spielregeln. Wir haben einen Flickenteppich und insofern die positive Botschaft muss sein, Kinder brauchen Schutzräume und eine Schutzzone in der Schule. Natürlich altersgerecht, insbesondere an der Grundschule, ist das von elementarer Bedeutung. Sie haben jetzt nicht gesagt, wie es genau aussehen soll. Einmal ganz kurz in Stichpunkten. Also Handy mitnehmen dürfen oder gleich ganz zu Hause lassen, wie soll es dann aussehen? Das ist zum Schluss eine Frage, die wir in der Kultusministerkonferenz zu definieren haben. Die Gesetzeslage. Das wäre ideal. Unverzüglich, wir werden in der nächsten Kultusministerkonferenz genau dieses Thema aufgrund meines Vorstoßes besprechen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Handys in der Grundschule grundsätzlich überhaupt nicht mehr vorkommen. Okay, Herr Hanke, jetzt haben wir es gehört, wie die Handyschutzzone aussehen könnte. Und tatsächlich gibt es ja auch solche Handyschutzzonen schon. Also Schulen können sich das selbst quasi verordnen, machen das zu 50% ungefähr in Deutschland auch schon. Aber würden Sie sagen, es bräuchte da nicht vielleicht sogar eine landesweite Regelung, eine bundesweite Regelung, wie Herr Schwarz anstrebt? Also ich bin überrascht von dem Vorschlag, dass wir sozusagen Bildungsangelegenheiten nicht mehr länderspezifisch oder sogar schulspezifisch regeln wollen. Das ist auch eine neue Forderung. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Medien, und dazu gehören Handys eben auch, Vor- und Nachteile mit sich bringen. Und Schule hat den Auftrag, Kinder und Jugendliche, Sie haben es angesprochen, 11 Millionen bundesweit, auf die Zukunft und auf das wirkliche Leben vorzubereiten. Und ich glaube, das schaffen wir nicht, wenn wir die Handys aus dem Bildungswesen raushalten und sozusagen das Problem nach draußen verlagern. Weil also die ganzen Probleme, die damit verbunden sind, die sind ja nicht weg dadurch. Die werden nur nicht mehr in der Schule behandelt. Und das finde ich falsch. Ich glaube, Schule kann ein wichtiger Teil dabei sein, in der Verantwortungsgemeinschaft tatsächlich sozusagen die Kinder und Jugendlichen auf dieses Leben vorzubereiten. Mit guter Medienbildung, mit gutem Unterricht. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, die Lehrkräfte auch dafür in die Lage zu versetzen, das zu machen. Im Übrigen, also die Unterstützung, die Sie bekommen für diesen Vorschlag, ist interessant, weil ich glaube, es ist auch wichtig, mit den Kindern und Jugendlichen selbst darüber zu sprechen. Und die haben meistens eine etwas differenziertere Meinung, als zu sagen, wir wollen die gar nicht mehr in der Schule haben, sondern die sagen, wir wollen Regeln, die sollen auch klar sein, da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Aber dass das Handy ganz verbannt wird, das wollen wir nicht. Gut, dass Sie die Lehrkräfte erwähnen. Oh, hier gibt es schon einen Szenenapplaus sozusagen. Der Lehrerverband, der gehört zu den schärfsten Kritikern dieser Handyschutzzone, sozusagen, also des Handyverbots an den Schulen. Weil die sagen, das können wir gar nicht kontrollieren. Wie sollen wir das denn machen? Dann müssen wir ständig den Schülern hinterherrennen und letztendlich auch Handys konfiszieren, dann wieder austeilen. Die haben doch eh schon genug zu tun. Ich will mal eines klarstellen. Es geht selbstverständlich darum, dass natürlich an Schulen Medienkompetenz und Medienbildung stattfindet. Muss. Ein Kernauftrag. Das ist von elementarer Bedeutung, Kinder und Jugendliche darauf vorzubereiten. Aber die Omnipräsenz von privaten Endgeräten ist nicht die Lösung und der Besitz eines Handys ist noch lange nicht die Medienkompetenz, die es braucht. Deswegen machen die Länder sehr, sehr viel. Die Länder stecken unheimlich viel Energie auch in Lehrerfortbildung und in Aufklärungskampagnen. Das halte ich von elementarer Bedeutung. Und altersgerecht, ich will das nochmal sehr klar betonen, altersgerechte, kluge Nutzung von Handys, methodisch, didaktisch eingebunden in den Unterricht. Darum geht es exakt und es geht auch im Übrigen, das will ich sagen, Herr Handke, nicht um die Auflösung des Bildungsföderalismus, aber wenn andere Länder in der Nachbarschaft, okay, Italien, Frankreich oder auch die skandinavischen Länder Regelungen hinbekommen, finde ich, ist es gut, wenn wir in Deutschland auch im Zusammenhang mit der Bildungsministerkonferenz mal darüber sprechen, wie wir das in Deutschland regeln können. Wie es kontrolliert werden soll, das sind Sie mir jetzt schuldig geblieben. Aber gut, tatsächlich haben viele andere europäische Länder das schon längst durchgesetzt, auch flächendeckend an den Schulen jeweils. Sind die da eigentlich auf dem Holzweg, wenn die das eigentlich alle so sehen, dass die Handys in den Schulen nichts zu suchen haben? Nein, also ich glaube, die haben genau dieselben Probleme wie wir auch. Und das Handyverbot klingt erstmal nach einer sehr einfachen Lösung. Wenn man sich die Lösung in diesen Ländern anschaut, die Sie jetzt angesprochen haben, dann sind die eigentlich auch relativ differenziert, ne? Also da sprechen wir oft nicht von Komplettverboten, sondern es geht vor allem um den beschränkten Einsatz von Handys, beispielsweise im Unterricht, aber in den Pausen geht es dann und so. Das sind die Graustufen, die ich gerade einfordere, ne? Die brauchen wir. Und wenn wir sagen Handyverbot, klingt das danach, als wäre das Handy verboten. Mhm. Und das ist es nicht. Okay. Also, und das soll auch nicht so sein, weil aus meiner Sicht die Schulen und die Schülerinnenschaft am besten wissen, wie sie ihren Unterricht gestalten. Die Graustufen sind uns wichtig, aber jetzt haben wir uns erstmal noch Zeit fürs Schwarz-Weiß, fürs Ja-Nein wollen wir uns da nehmen. Und zwar haben wir auch Sie gefragt, sollten Smartphones an Schulen verboten werden? Unsere Zuschauer konnten sich melden, auf ZDF mitreden in unserer Online-Community und so haben sie abgestimmt. Eine deutliche Mehrheit, 66% nämlich befürworten ein Handyverbot an Schulen und nur 29% finden, nee, das gehört zum Leben dazu und das gehört eben auch an die Schule, nur 5% enthalten sich da. Also Herr Hanke, Sie vertreten nicht die Mehrheitsmeinung. Ich muss noch kurz sagen, das ist eine nicht repräsentative Umfrage, aber durchaus mein Stimmungsbild. Ja, nee, finde ich auch spannend. Und ich glaube, wir haben da viel Vermittlungsarbeit gesellschaftlich zu leisten. Wir hatten jetzt gerade so ein Vorgespräch, wo es darum ging, das Handy ist ja nicht nur für Kinder und Jugendliche eine Herausforderung, sondern auch für uns Erwachsene. Ja? Also auch wir hängen ja dran. Und lassen Sie mich das kurz noch sagen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir müssen die Kinder und Jugendlichen mit einbeziehen in die Lösung dieser Frage. Und das machen wir nicht, indem wir sozusagen die Erwachsenen befragen, sondern indem wir den Schulen den Auftrag geben, macht es in der Schülerkonferenz mit Lehrkräften, mit Schülern und mit Eltern. Wird ja in vielen deutschen Schulen auch eben genau schon diskutiert, genau. Aber eben auch hier im Publikum. Und Dunja hat da zwei Stimmen zum Spiel sozusagen. Ja, war ja interessant, die nicht repräsentative Umfrage, wie die ausgegangen ist. Sie sind sozusagen auch dagegen. Was sind denn Ihre Argumente oder Gründe, dass Sie sagen, das gehört nicht in die Schule? Also wir sind nicht, ich will das nur noch mal klarstellen, es geht nicht um den Unterricht, um das sozusagen Nutzen von Smartphones, Endgeräte im Kontext von Unterricht, sondern so privat irgendwie. Ja, also meine Tochter wird mich jetzt dafür hassen, aber ich finde tatsächlich, dass es gut ist, handyfreie Räume einzurichten. Ich sehe es auch an mir selber, ich könnte es auch ab und zu und häufiger gebrauchen. Und ich glaube, dass die Schule dafür ein guter Ort ist, weil es doch wichtig ist, sich zum einen auf die Inhalte zu konzentrieren. Und ich glaube, da kann man diese klaren Grenzen, sind sehr, sehr schwer zu ziehen. Und zum anderen, dass die Schule auch ein guter Ort ist, sich persönlich miteinander zu beschäftigen und mal wieder zu sprechen. Dass man nicht auf dem Pausenhof steht und dann immer noch irgendwie mit wem schreibt. So ist es ja in der Realität.
Petra, Sie haben eine andere Meinung. Sie finden das falsch und sagen, das Handy auch zur privaten Nutzung in der Schule sollte weiterhin möglich sein? Sollte möglich sein, sehe ich so, weil wir wollen den Kindern ja auch nicht die Kompetenz abreden, dass sie also den Umgang mit einem Handy nicht auch vernünftig erlernen können. Ich sehe, dass auch in meiner Nachbarschaft, dass die Kinder schon auch das Handy gut an die Seite legen können und auch mal sagen, wir spielen einfach mal wieder was. Und das sollte auch, sollte von der Schule noch weiter gefördert werden, dass eben sagen, ihr dürft euer Handy mitbringen, aber versucht es einfach auch wirklich auch an die Seite zu legen, spielt miteinander, tobt euch in der Pause aus. Und ich habe selber auch an der Grundschule ehrenamtlich gearbeitet und da habe ich kein Kind an der Grundschule mit einem Handy in der Hand gesehen. Die haben Fußball gespielt und ja, die waren einfach unterwegs. Mhm. Und also da habe ich kein Handy gesehen. Also selbstständig sozusagen selbstständiger Verantwortung Umgang mit dem Handy, okay. Verantwortung übernehmen, ja. Finde ich, ist eine Aufgabe, die wir leisten müssen. Gut, das waren also, finde ich, von beiden Seiten ganz gute Argumente. Sehr gut, wir haben dann noch, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit, deswegen bitte ich um eine ganz kurze Antwort von Ihnen beiden, Herr Schwarz zuerst. Also werden da nicht tatsächlich, klang gerade schon an, so Probleme verdrängt im Grunde? Das Handy findet dann nicht mehr in der Schule statt, aber vielleicht das Mobbing auf dem Handy nach der Schule. Es geht nicht darum, ein Thema zu verdrängen oder ein Problem zu verdrängen, sondern es geht um klare Schutzräume. Es geht auch darum, dass die Kolleginnen und Kollegen gewisse Spielregeln haben, aber es geht um den Schutz der Kinder. Mhm. Sie leiden unter Depressionen, sie bekommen Cybermobbing-Attacken etc. Und das muss genau verhindert werden. Aber wir sind, das darf ich noch sagen, Anke, gar nicht weit auseinander. Verantwortungsvoller Umgang mit dem Handy, genau darum geht's. Das ist genau meine Position. Technologie offen, aber alles an seiner Stelle methodisch und didaktisch eingebunden. Also, das ist Verantwortung. Das höre ich nicht so gerne, dass Sie nicht weit voneinander entfernt sind beim Duell. Aber sagen wir Sie noch, Herr Anke, schnell. Ist es nicht auch gut, wenn es einen angstfreien Raum gibt in der Schule, wo das Handy einfach mal kurz keine Rolle spielt für zum Beispiel Mobbingopfer? Auf jeden Fall. Angstfreie Räume sind wichtig zum Lernen, aber die kriegen wir nicht durch die Verbote hin, sondern wenn wir pädagogisch mit Medien arbeiten. Und ich glaube, darauf können wir uns tatsächlich einigen, auch wenn ich glaube, dass das Verbot tatsächlich nicht der richtige Weg ist. Das ist der springende Punkt. Wir haben dasselbe Ziel, aber einen anderen Weg. Wunderbar zu Ende gebracht, die Diskussion. Herr Hanke, Herr Schwarz, vielen Dank, dass Sie so lebhaft diskutiert haben über das Handyverbot an Schulen. An einigen gibt es das schon. Also wie wir es finden oder nicht, ist da fast egal. Die Schulen machen das schon unter sich aus und vielleicht ja auch bald eine bundesweite Lösung. Vielen Dank. Vielen Dank.